Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tales of Monkey Island Kapitel 3. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir sind dabei, nochmal das Medaillon zu benutzen. Wir gehen nochmal zurück. Und ich denke mal, dann schauen wir erstmal das Inventar an. Und dann, ich denke, ja, dass es was mit den Karten zu tun hat, dass wir da die richtigen legen können müssen. So, aber erstmal schauen wir uns das Inventar an. So, da sind wir wieder. Also, Inventar, was haben wir denn da alles? Das ist eine Cocktailserviette mit den Worten Juju Mama und Sesame. Aha, rätselhaft. Kann man die auch als Karte benutzen? Sieht vertraut aus, aber selbst der Finger im Wind hilft da nicht. Ich hoffe, es ist das, was ich denke und nicht das, was ich hoffe, dass es das nicht ist. Ich denke, das wird ein Rückenkratzer sein. Hühnerfußrückenkratzer, genau. Nö. Okay, das geht nicht. Ich kann es auch nicht hier mit den Dingern benutzen. Nee. Okay. Ah, verdammt. So, also Guybrush, der Bruch und der Fluch. Das ist, um zurückzukommen. Wenn wir jetzt ihn so hatten, dann heißt es jetzt der Marquis, die Reise und hierher. Damit haben wir ihn ja beschworen. Was passiert denn, wenn wir das anders machen? Warte mal, wenn wir das so machen, heißt es vielleicht, wir, also in unseren Körper, gehen auf die Reise zum Marquis, dann besuchen wir den Marquis. Richtig? Also das wäre auf jeden Fall ein Dings, was man machen könnte. Wenn ich das so mache, der Ding, dann könnte es sein, dass das auch wieder, der Fluch gebrochen wird. Ich probiere es mal aus. Es kann sein, dass jetzt der Fluch wieder gebrochen wird. Ja, genau. Okay, die zwei Sachen sind zum Brechen von dem Ding. Okay. Ich hab's mir schon gedacht gehabt, dass es so ist. Das heißt, wenn wir den Bruch in der Mitte haben, dann ist es, ja, das ist relativ egal. Was würde passieren, wenn wir jetzt sagen, Guybrush, Fluch, zum Marquis? Das hat man, glaube ich, noch nicht. Also, wie gesagt, mit der Priesterin, das wäre auf jeden Fall interessant. Jetzt probieren wir mal das aus. Fluch und Marquis. Oh, das ist der schrecklichste Rosenzieher, den ich je erlebt habe. Ach du dicke Eier, ich kann fast meine Unterhose riechen. Nein, das ist nicht möglich. Das hätte sie mir niemals angetan. Vielleicht sollte ich ihr doch dieses blöde Sachbuch bringen. Nur für den Fall. Wer könnte das wohl sein? Es ist offen. Ich habe für Sie das Sprachsachbuch, die Sie gewünscht haben. Meine Gründe für diesen Schritt sind ohne Belang. Nehmen Sie es. Okay. Oh, für mich? Danke, Mark. Leg es hier auf den Tisch. Und jetzt zisch ab. Okay, das war auf jeden Fall das Richtige. Aber ich würde eigentlich ganz gerne noch andere Sachen ausprobieren. Lernen Sie die zauberhafte Sprache der Riesenseekühe in 12 einfachen Schritten. Können wir das vielleicht, kann sein, dass ich es vielleicht nochmal laden muss, um die anderen Sachen noch auszuprobieren. 12 einfache Schritte später. Wow, ich wusste nicht, dass Seekühe über ein so imposantes Vokabular verfügen. Okay, das können wir. Was passiert, wenn wir das jetzt nochmal machen? Was für ein schrecklicher Hosenzieher. Ich frage mich, woher das wohl wiederkam.
Okay. Was passiert, wenn wir das jetzt umgekehrt machen? Dann müssten wir es ja eigentlich abkriegen. Dann müsste er uns verfluchen. Verflucht seien Sie, Gaibolsch Fribud! Das war gar nicht so schlecht. Okay. Oh ja, was passiert ist, wenn wir es nochmal machen? Verflucht seien Sie, Gaibolsch Fribud! Das war gar nicht so schlecht. Ja, okay. Okay. Das war das hier. Dann haben wir den Fluch hier eigentlich auch fertig. Die Reise haben wir fertig. Nee, den Buch haben wir fertig. Was passiert denn jetzt, wenn wir das so machen? Jetzt schicken wir ja die Priesterin auf die Reise. Theoretisch, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist nicht möglich. Ihre Energie kann doch keine Wirkung auf mich haben. Was ist nur mit mir? Da mache ich mich wegen ein paar lächerlichen Drohungen madig. Das ist ja lächerlich. Ach, wir sehen dann einfach nur, was er macht. Okay. Ich glaube, aber dann sind wir jetzt tatsächlich fertig, oder? Bruch, so, so. Ich glaube, dann sind wir tatsächlich fertig. Dann wissen wir jetzt, wie man. Dann haben wir jetzt gelernt, wie man mit Seekühen umgeht. Also, wie man sie versteht. So, dann wollen wir wieder runter. Und mal versuchen, mit der Seekuh zu sprechen. Wir können jetzt sprechen und wir können sie verstehen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich mit beiden sprechen, oder? Wir machen es erstmal auf jeden Fall mit dir hier. Mal sehen, was passiert. Ich bin jedenfalls gespannt. Das wird nichts. Ich fange am besten mit Höflichkeit an. Okay, also Höflichkeit. Wow, Plankton spricht die Sprache der Seekühe. Das ist mal was Neues. Hallo, Plankton. Kannst du mich endlich in Ruhe lassen? Es ist schon schlimm genug, dass die Frau, für die ich kann ich helfen? Würdest du bitte? Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich bin schlecht darin, Frauen anzusprechen. Ja, das ist ein bisschen... Ja, der Text ist ein bisschen schnell gewesen. Von daher, ich werde es jetzt nicht einfach nochmal übersetzen, sondern lasst euch selber mal lesen. Was haben wir denn da? Das ist Notfälle. Probieren wir es ja auch mal mit Höflichkeit. Ich glaube zwar nicht, dass das was bringt. Geld, Gewohnheiten? Ha, nee, das passt alles gerade nicht. Notfälle? Ich probiere es mal aus. Ich weiß im Moment noch nicht. Ja, das ergab wirklich keinen Sinn. So, ja. Warum sollte ich dir die Tageszeit nennen? Und jetzt müssen wir hier das hier, warum sollte ich dir die Tageszeit nennen? Theater gehen? Tageszeit nennen?
Tageszeit nennen. Wegen dem Theater? Ja, ergab keinen Sinn. Das fand ich auch, dass es keinen Sinn ergeben. Sagen wir, ich lasse dir dein kümmerliches Leben und gehe aber eine Runde mit dir schwimmen. Wie war das? Moment. Und gehe eine Runde mit dir schwimmen. Wo würden wir hingehen? Jetzt würde das vielleicht, ich würde gerne in Aquarium oder ins Theater oder Bücherei. Das würde jetzt Sinn ergeben hier. Probieren wir mal Aquarium. Es ist schon eine Weile. Das könnte sogar schön werden. Das hat anscheinend gestimmt. Und jetzt kommt das raus. Du bist doch nicht nervös, oder? Du bist doch nicht nervös. Das ist verständlich. Passt das? Du bist nicht nervös. Ist es verständlich, dass wir nervös sind? Nee, gab keinen Sinn. Du glaubst, deine Worte könnten mich beeinflussen. Kopf abreißen. Kopf abreißen. Vielleicht bei Notfällen hier? Kopf abreißen? Wo ist die Toilette? Das ergibt auch irgendwie keinen Sinn. Ja, das ist jetzt wie dieses Duellieren, was wir haben. Wir müssen die richtigen Dinger finden. Sekunden. Ah, ist vorbei. Man kann auch nur bestimmte Dinger machen und dann ist vorbei. Okay. Alles klar. Das hätte besser laufen können. Ja, wir versuchen es nochmal. Wir versuchen es gleich nochmal. Ja, die Dinger sind relativ schwierig rauszukriegen, welche jetzt passen oder welche nicht. Publike Verabredung. Schade, dass der Text ein bisschen zu schnell geht. Also vorlesen ist da tatsächlich, habe ich ja gesehen gehabt, ist da tatsächlich nicht ganz so gut. So. Säugen. Mitschleppt. Säugen mitschleppt. Okay, probieren wir mal. Säugen so mitschleppt. Das passt eigentlich auch nicht wirklich, oder? Ah, das passt eigentlich auch nicht wirklich. Also ich finde... Moment, das hat mal gerade, oder? Ich finde, da passt auch irgendwie nicht wirklich was dazu. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Wiederhol es nochmal. Ich muss es nochmal. Ich kann euch unsichere Männer nicht leiden. Ich möchte niemanden, der so viele Säugen mit sich herumschleppt. Mein Kerl scheint ziemlich sorgenfrei zu sein. Das. Nein, danke. Ah, rufen Sie ein Taxi, ergibt keinen Sinn. Haben Sie eine Karte, ergibt keinen Sinn. Theater gehen, Aquarium, Bücherei gehen. Unsichere Männer. Steuern schon eingerechnet, ich habe nichts zu verzollen. Für persönlichen medizinischen Bedarf passt auch nicht. Schuhe ausziehen, passt eigentlich auch nicht wirklich, oder? Das passt auch nicht, das ergibt auch keinen Sinn, aber ich habe keine Ahnung, was ich darüber machen soll.
Warum rege ich mich überhaupt auf? Also ich finde, da passen so viel. Ich weiß nicht, das könnte natürlich sein, dass es an der Übersetzung liegt, dass das vielleicht teilweise keinen großen Sinn macht. Oder ich verstehe es nicht, was dann Sinn machen würde. Warum reg ich mich eigentlich auf? Essen aber ausgezeichnet passt da ja eigentlich auch nicht. Ganz ehrlich, da passt doch auch irgendwie nicht wirklich was, oder? Also zwei hatten wir, wo auf jeden Fall gepasst haben. Aber das hier passt nicht wirklich. Nehmen wir mal als nächster. Ja, das war's. Ja, das ist ein bisschen... Also ich verstehe es jedenfalls nicht. Nicht meine beste Umwerbung. Verstehst im Moment nicht so richtig, ob das jetzt im Englischen mehr Sinn machen würde als im Deutschen. Oder ob ich es einfach gerade die richtigen einfach nicht sehe. So, das probieren wir es nochmal. Beharrlichkeit zahlt sich doch aus. So tote meine Opfer. Ist so tot wie meine Opfer. Ist so tot wie meine Opfer. Es gibt auf jeden Fall relativ viele. Das war richtig. Pass auf, wo du hinschwimmst. Niemand kennt den Weg zu meinen Herzen. Weg zum Herzen. Weg zum Herzen. Haben Sie eine Karte? Das würde vielleicht auch wieder passen. Weg zum Herzen mit der Karte. Das weiß ich auch. Oder besser gesagt, das glaube ich. Bei Hotel war das, glaube ich, und Restaurant. Das Essen war ausgezeichnet, oder? Geschafft. Ach, ich glaube, wir haben es geschafft. Sehr schön. Und da schwimmen sie hin. Ach, wir sind doch ein guter Verkuppler. Achtung! Wir sind ein guter Verkuppler. Haha. Oh, guck mal. Oh. Ich glaube, das war die gute Tat von heute, die wir gemacht haben. Sehr schön. Ja, am Schluss war es doch gar nicht so. Also die letzten, die wir hatten, die waren doch relativ klar gewesen. Aber die anderen, die wir vorhin hatten, ich habe keine Ahnung, ob die vielleicht doch nur im Englischen Sinn machen. Und ich glaube, wir haben ihn gefunden, den Schwamm. Sehr schön. Da ist er, der legendäre Esponja Grande. Ich habe Meere durchquert, eine Inselbelagerung überlebt, unzählige Feinde überwunden, sieben mehr oder weniger, eine Reise in den Gedärmen einer Seekuh unternommen und das Liebesleben von Meeresbewohnern angekurbelt. Und alles nur für diesen einen Moment. Ich hätte ihn mir größer vorgestellt. Ich mir ehrlich gesagt auch. Was passiert jetzt? Saugt er die Pocken jetzt aus uns heraus?
Wow, es funktioniert! Ich fühle mich schon viel besser. Mhm. Tatsache. Zeit, Sponja Pequeño zu Elaine zu bringen. Tatsache. Wir sind die Pocken losgeworden. Ha, sehr schön, es funktioniert. Mo, ich hab ihn. Endlich haben wir ihn. Wir haben den alten Coronado so richtig schön hinters Licht geführt, nicht wahr? Jetzt muss ich nur noch zu ihr zurückkehren und... Ich wusste es. Hä? Nein, Dekava, es ist nicht so, wie es aussieht. Sieh, dein hinterhältiger Schwamm- und Frauendieb. Wir sind am Ende angekommen. Ach, wirklich? Nee. Hör mir doch zu. Bugeye, ich dachte, du würdest nie wieder unter einem Tyrannen dienen. Angesichts der aktuellen Ereignisse hatte ich einen philosophischen Durchbruch. Aber was ist mit Moose und Nugi? Wo ist... Gentlemen, aus diesem Grund sollte man Stets Plan B parat haben. Oh je, das ist ja toll gelaufen. Das ist ja wirklich toll gelaufen. Und wie lautet Plan B? Sehr lustig. Au! Das muss versteinertes Holz sein. Dafür, dass sie von einem Verrückten gemacht wurden, sind diese Käfige überraschend stabil. Okay, können wir denn hier irgendwie was machen? Beziehungsweise... Ja, wir können was machen, sonst würden wir ja nicht weiterkommen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis moin. Macht's gut. Tschüss.